Schuld daran ist wieder einmal er. Der Fall der Mauer und die darauffolgende Wiedervereinigung. Denn danach hatten 800 Orte in Ost- und Westdeutschland dieselbe Postleitzahl. Mainz und Gera jeweils die 6500 zum Beispiel. Bei den Briefsortierern sorgte das für Verwechslungen. Es brauchte ein neues System, die fünfstellige Postleitzahl. Für 1. Juli 1993 war die insgesamt 400 Millionen Mark teure Umstellung geplant. Den Bürgern nahebringen sollte die Fünfstelligkeit eine Hamburger Werbeagentur. Diese erfand den Slogan Fünf ist Trümpf und Rolf die gehende Hand. Hey, soll ich dir sagen, was modern ist? Starregisseure wie Helmut Dietl drehten Werbefilme. 106. 6. 76. 6. 96. 6. Schreib mir doch mal. Wenn Sie Wert darauf legen, dass Ihre Liebesbriefe an die richtige Adresse geraten, dann benutzen Sie am besten die neuen Postleitzahlen. Doch es gab auch Probleme. Visitenkarten und Kalender wurden unbrauchbar. Versandunternehmen wie Otto und Quelle mussten ihre Kundenadressen in kürzester Zeit ändern, was die Firmen Millionen von D-Mark kostete. 26.000 neue Postleitzahlen auf fast 1.000 Seiten fasste das 2 Kilo schwere Postleitzahlenbuch. Bei der Umstellung am 1. Juli 1993 war das Ganze für viele Bürger dann doch eine Überforderung, trotz der Hilfe von Rolf. Ja, ich habe aufgegeben, ich komme überhaupt nicht zurecht. Also ich finde meinen Pfaffenhofen nicht. In den Filialen halfen Servicemitarbeiter verwirrten Postkunden beim Suchen und Beschriften. Noch Wochen danach schrieben viele Verunsicherte die alte und die neue Postleitzahl auf ihren Brief. Doch ein paar Wochen später lief's mit der fünfstelligen Postleitzahl. Die Alten gerieten in Vergessenheit, wie auch Rolf. Er hatte seine Aufgabe erfüllt.